Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 22 Ultimate Team. Jawohl, Football Shirt Friday, Harry Kane, gegen den wir heute spielen. Das ist die Mannschaft: Kane, Ronaldo links, Messi rechts, De Bruyne, Kanté, Zidane. Okay. Neymar, Mbappé, Lewandowski, Foden noch auf der Bank. Ach du grüne Neune. Alisson, Ramos, das ist ja sehr eklig. Ach, Jordi Alba, das könnte die Schwachstelle sein. Der hat keine 86 Tempo. Oh mein Gott. Okay, Harry Kane fordern wir raus. Weltklasse. Wir müssen jetzt erstmal wieder wechseln, denn Aufstellung bearbeiten. John Stones darf wieder raus. Aymeric Laporte wieder mit von der Partie. Der Spieler von Manchester City ist wieder an Bord. Jawohl, lassen wir ihn weiß spielen. Unsere Mannschaft unverändert. Nur letzte Spiele einmal verändert worden. Aufgrund der roten Karte. Ich glaube, wir spielen in Tottenham, kann das sein? Ja, Tottenham Hotspur Stadium. Football Shirt Friday gegen Manchester City. Ich glaube, das sind nur ein bisschen zu viele Buchstaben, dass das Team auch wirklich so heißen würde, ne? Just saying. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. War auch nicht schlecht. Jadon Sancho, gut gemacht, Lukaku. Chiellini gegen Sancho. Kennen sich von der Euro. Und da einen Freistoß zu geben, ist ein Witz. Jadon Sancho hinter Chiellini. Chiellini, der nichts macht, außer den Ball ein bisschen abzuschirmen. Finde ich ein bisschen frech, dass man da einen Freistoß gibt für jemanden oder gegen jemanden, der klar versucht, Richtung Ball zu arbeiten, den Ball mitzunehmen und was draus zu machen. Sancho, Ronaldo. Laporte. Schön, wenn jeder mit dabei ist. Wenn man Sand. Pogba, schade. Lukaku hätte den Ball erreichen sollen. Boah, gut gemacht. Starke Grätsche. Bringt nur wenig. Harry Kane. Und Alisson Becker. Lauf. Jawohl, Jadon Sancho. Jadon Sancho. Schöner, hoher, langer Ball. Lukaku. Ah, schade. War gut gemeint. Findet nur leider nicht den Abnehmer, den er hätte erreichen wollen mit diesem Ball. Gemeint war ja Hoiberg gewesen. Links mitgelaufen von ihm. Chiellini. Walker. Kommt Pogba jetzt dazu. Und Fernandes mit der Grätsche am Gange. Zugange. Das ist Kanté gegen Pogba. Paul Pogba. Schöner, hoher, langer Ball auf Jadon Sancho. Auf Harry Kane. 1-0. Was für ein Pass von Paul Pogba. Junge. Junge. Ballverteiler mit der 7 hier, aber richtig schön. Schau dir diesen Ball an. Perfekt. Perfekt gesehen. Und das ermöglicht dieses wunderbare Tor. Wahnsinn. Wahnsinn. Muss ich einfach mal sagen an der Stelle. Wahnsinniger Ball von Pogba. Wahnsinniger Ball. Ey, ich bin gerade sprachlos. Sancho mit der Ballannahme. Überlegt sich sogar noch, ob er an hingeht. Nee, spielt ihn direkt Kane in den Lauf und zack, ins Tor. Ey, so ein geiler Pass. Kein Abseits. So ein schönes 1-0. Lang nicht mehr gesehen. Jawohl, dass dieser schöne, hohe, lange Ball auch mit drauf. Ich
Kane, kurzer Blick zum Torhüter, sieht, dass er rauskommt. One Touch. 15. Minute, 1-0, Harry Kane. Lionel Messi, Pogba. Problemlöser. Messi. Zwischen Son Heung-min und Son. Messi, gut gemacht von Robertson. Aber ich muss jetzt auch wieder sagen, Pogba wieder derjenige, der hinten die Grätsche auspackt. Im 16er. Macht sich hier eigentlich zum Buhmann mehr oder weniger. Son! Why not? Warum bist du auch noch nicht oft probiert? Aus dem Winkel einmal draufzimmern. Dann Ronaldo. Oh, schön dazwischen von Cancelo. Sancho macht jetzt hinten gerade den Rechtsverteidiger. N'Golo Kanté. Ah. Zusammengerumpelt mit Pogba. Ah, Bruno Fernandes. Ermöglicht natürlich Chancen. An die Latte geknallt Messi. Eieieiei. Man könnte meinen, er wird langsam alt. Pogba. Messi mal kurz hops genommen mit diesem halben Fake-Pass. Heung-min Son, Heung-min Son, Son, schöne Flanke. Oh, das ist grenzwertig mit dem Fuß, aber ist okay. Okay. Zumindest aus Sicht des Schiedsrichters. Was Jadon Sancho sagt, lass mal dahingestellt sein. Pogba, das könnte nachträglich gelb geben. Das war eine dumme Aktion. De Bruyne, Messi und es ist Handspiel gegen Aymeric Laporte. Ist wieder da, macht die richtige Aktion eigentlich, wieder rausgrätschen. Aber es ist Handspiel. Ja, die Hand hat da oben nichts verloren. Absolut gar nichts. Cristiano Ronaldo gegen Alisson Becker. Ronaldo gegen Becker. Diesmal ist das falsche Eck. Ronaldo. 32. Minute. 1-1. Sü. Kann man nichts sagen. Haben sie sich erspielt. Haben sie sich erspielt. Spiel wieder offen. Und wieder Son. Ja, ich weiß halt nicht, warum jetzt voll auflad. Sancho den Ball aber nicht kriegt. Sondern es dieser halbe Lüpfer ist. Sorry, wenn ich jetzt kurz mal nochmal einblende. Sondern hier, ich lade voll auf. Voll auf und dann kommt dieser Lüpfer raus. Was? Seht ihr, das ist den Ball, wo ich hinspiele und wo dann wirklich hingeht? Das ist halt bescheuert. Das ist halt bescheuert. Lukaku, Son gegen Walker. Schön durchgesetzt. Son, Son. Ach, nur passt auf. Kante, Chiellini, Zidane. Cancelo gegen Ronaldo. Ist ja auch was. Italien oder Portugal fährt zur Euro. Denn wer fährt Europameister mit oder Nations League Sieger, mehr oder weniger. Haben wir Glück gehabt. 42. Minute ist. Sie haben sich jetzt langsam nach vorne gespielt gehabt. Ich muss schon, dass wir dasselbe in die andere Richtung machen können. Bruno Fernandes, Pogba.
Son. Das ist Handspiel von Bobby Moore. Elfmeter in der 43. Minute. Zidane sagt auch, Alter, das war niemals ein Elfer. Nee, ist es... Ja. Man kann Schutzhand sagen. Nein, ich weiß nicht, warum man sich nicht einfach wegdreht, sondern warum man unbedingt die Hand vors Gesicht halten muss. Kane, Flachschuss, 2-1. Ab zum Auswärtsblock. Harry Kane. 44. Minute. Erneute Führung durch den zweiten Elfmeter im Spiel. Gut gemacht. Messi gegen Robertson. Robertson gewinnt halt nicht mal ein Kopfballduell gegen Lionel Messi. Das ist halt, ja, aber das ist genau die Schwäche, die ich bei Robertson im Moment sehe. Das ist, ja, er läuft hin, ja, er kommt aus dem Lauf, aber ich bin halt trotzdem neu. Wenn du aus dem Lauf kommst, kann man den schon mal erreichen. Kane raus, dafür bringen wir David Alaba, Wan-Bissaka hinten für Robertson. Lukaku lassen wir mal drin. Aubameyang statt Lukaku, vielleicht mit ein bisschen mehr Tempo. Die zweite Hälfte angehen, Pogba als Ballverteiler. Hat bisher einen super Tag erwischt, unsere Nummer 7. Übrigens, gar keine Gelbe gekriegt im Nachfassen für die Aktion gegen Kane, wo er die Grätsche ausgepackt hatte. Kane zwar rückwärts gestolpert ist, bekommen hat er nichts dafür, der Franzose. Nur spielen sie Klappmann unseren Österreicher. Ronaldo gegen Cancelo. Sieht schlecht aus. Kane! Alisson Becker. Ja, deswegen hat man so einen Torhüter. Um sowas zu verhindern. Boah, Sancho. Und Backfield. Kante ist geblockt. Das bringt auch nicht viel, wenn der geblockt ist. Ronaldo aber trotzdem hinkommt. Ah, gibt die nächste Ecke. Gibt Abschluss. Schlechter Kopfball. Oh, das Sacker schön in den Lauf von Heung-min Walker. David Alaba. Bruno Fernandes. Paul Pogba. Boah! Guter Winkel für den Franzosen. Zinedine Zidane. Warum nicht probieren? Mal aufs Kurzeck. Jadon Sancho. David Alaba. Hugo Lloris. Versuchen halt trotzdem schnell drauf zu gehen. Klappt nicht so ganz, wie wir uns vorstellen. De Bruyne, Kane. Schießt sich selbst an. So kann er weitermachen. Harry Kane. Wird ihm nicht so gefallen. Cancelo. Bruno. Alaba. Ball geht drauf auf Wan-Bissaka. 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 Schießt dann halt Pogba ab.
Gut gemacht. Ah, oh, De Bruyne schön gemacht gegen Son. Kanté. Gut. Das ist Pierre-Emerick Aubameyang gegen Jordi Alba, der so schnell ist. Son, langes Eck, nein, Lurri. Der weiß schon, wie Heung-min Son tickt. Oh! Da kann er ja gar nicht anders. Da tickt Kyle Walker immer kurzzeitig richtig aus hier. Oh, Hallöchen! Junge! Da kann er ja über Gelb noch froh sein. Da kann er über Gelb wirklich noch froh sein. Ja, leck mich mit beiden Beinen mehr oder weniger voll ausgeholt. Da ist gar keinen Sinn, den Ball zu spielen. Null. Das ist nur der Fuß von Sancho. Und dann ist es, sorry, Doppelbestrafung hin und her, aber das ist eine rote Karte. Bei aller Ehre, das ist eine rote Karte. Bruno Fernandes verschießt! Lurri hält seine Jungs drin. Aber ich muss jetzt trotzdem wieder sagen, das, was hier gerade passiert ist, ist eine rote Karte. Sancho! Sancho! Aubameyang! Laporte. Sancho. 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 Son. Son! Gut. Pogba, nein. Und wie gesagt, die Grätsche von Kyle Walker, das war einfach nur böswillig. Es tut mir leid. Also, das ist wirklich ohne Hintergedanken, dass sich der Gegner verletzen könnte, einfach mal in die Beine reinzutreten. Absolutes No-Go. Absolutes No-Go. Ja, Kyle Walker gehen sie sofort aus dem Weg da. Fernandes versucht den Ball zu verlängern, ist wieder zu kurz der Ball. De Bruyne. Son muss mit nach hinten arbeiten. Jetzt Messi. Das ist frohes Verschieben da vorne. Wir haben das Saka gegen Messi. David Alaba. Gut gemacht. Von Österreicher. Pogba. Für Son. 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 Sancho. Ah. Aubameyang steht einen Meter zu weit vom Ball weg. Das ist Neymar, by the way. Fällt mir gerade auf. Cancelo. Zidane. Ball geht wieder raus auf Messi. Der sieht gegen Wan-Bissaka wieder kein Licht. Kyle Walker kann froh sein, dass er überhaupt auf dem Platz steht. Sancho. Sancho. 1, 2, 3 Haken. Einer geht da schon noch. Ja, da kommt der Verteidiger raus. Schön gespielt. Son. 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 Oh. Weißt du, wenn der halt einfach reingeht, so schön gespielt, Verteidiger kommt raus, Alaba schickt Heung-min Son. Son bremst ab, kurzer Blick Richtung Tor, da haben wir den Blick. Und ein schöner, vorbei an Lurri und dann trifft am Pfosten und Cancelo kommt aber nicht hin. Heieieiei. Langer Ball raus von Lurri Richtung Jordi Alba. Cancelo muss hinter, der fehlt jetzt hinten. Neymar. Alaba hilft mit. Kane. Jawohl. Eine Hand regelt. Alisson Becker raus den Ball. Auf Jadon Sancho. Jadon Sancho sieht.
Pierre-Emerick Aubameyang starten. Der setzt sich durch auf dem Flügel. Bruno Fernandes. Das ist kein Abseits. Son! Sancho! 3,34 übrigens schon. Son! Nee, ist gar nicht Son, das ist Sancho. 3-1. 90. Minute. 94. bei 2 Minuten Nachspielzeit. Ja, muss nicht unbedingt sein, sowas. Hätte man abpfeifen können schon längst. Aber Jadon Sancho macht den Sack zu. Sechs Punkte Wochenende für uns. Ja, De Bruyne passt kurz nicht auf. Gehir geht in die falsche Richtung weg. Sancho ist frei, braucht sich nur umdrehen. Und das lange Eck ist halt komplett frei. Unser 19-Minute-Man, ohne Witz. 3-1-Sieg am Ende. Malibu entthront Harry Kane. Sie da ein bisschen betröppelt, ja, kann ich verstehen. Aber im Endeffekt absolut verdient. Sancho eine Vorlage, ja gut, die Vorlage war klasse. Auf Kane, jetzt am Ende das eigene Tor noch dazu. Perfektes Spiel. So, 3600 Punkte haben wir damit. War wieder vom Spiel ein komplett anderes Spiel als gestern. Aber gut, passt. Bin ich zufrieden mit. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Sean V. Bis zum nächsten Mal hier bei FIFA 22 Ultimate Team. Bleibt gesund. Wir sehen uns.